Ja, es ist eigentlich ein Glücksgefühl irgendwie. Wenn man sieht, okay, ein Schüler kann das umsetzen und man sieht auch, wie es ihm selbst Freude macht. Und das ist natürlich für mich auch super, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ihm was weitergeben können. Ne? A part of this culture is, you know, Wissen weiterzugeben, das gehört einfach zur Kultur dazu. So, I think that's something that's a part of me and I love to do it. So. Je einfacher, desto besser. Je einfacher, desto besser, das ist der Haupttrick sozusagen. Einer davon, ja. Also nicht zu kompliziert gestalten, das Ganze. Sehr interessant finde ich, einfach zu hören und zu wissen, okay, was braucht der und wo hapert es und immer was parat zu haben und das einfach, weiß nicht, dieses Miteinanderarbeiten. Der professionelle Unterricht bringt dich weiter, weil du irgendwo weißt, was du tust. Als Autodidakt kannst du vielleicht viele Dinge umsetzen und das auch gut, aber du weißt eigentlich nicht wirklich, was du dabei tust. Hast du im Grunde keine Ahnung. Im Jam Music Lab im Gasometer treffen sich die, die es geschafft haben und die, die es schaffen wollen. Unterricht, quasi am Objekt. Und der Meister hat ja auch ein Sendungsbewusstsein. Diese wunderbare Tradition von Musik, diese Heritage, das lernt man nur von dem Meister. Und ich habe es auch von Meister gelernt. Also man sollte die Information immer weitergeben, das ist Pflicht. Die Stars von morgen auf dem Weg zum Auftritt. Das Julia Siegel Trio, eine Jazzformation, macht heute bei einem Wettbewerb im Rahmen des Jazzfestes Wien mit. Fine-Tuned Jazz Contest heißt der Wettbewerb, der die heimische Szene beleben soll. Es geht uns dabei darum, dass die Hidden Stars der österreichischen Jazzszene hier einfach mehr Öffentlichkeit bekommen. Also ich finde es ganz großartig. Es ist ein wunderbarer Rahmen und es ist eine unglaublich gute Musik. Es ist einfach fantastisch. Ich bin sprachlos. I dream more about, you know, making a really great contribution. Mir ist es viel wichtiger, etwas zum Erbe dieser Musik beizutragen, als selber der große Star zu sein. Und es ist des Meisters Pflicht, eventuell vorhandene persönliche geheime Tricks nicht zu verschweigen. Das ist nicht Musik, das ist dann Konkurrenz. Und Musik ist nicht Konkurrenz. Musik sollte nur ein großer Feier sein von dem menschlichen Geist. Es geht natürlich auch darum, seitens junger Musiker das Wissen anzunehmen. Die Band von Julian Eggenhofer, Double Schö, macht das, denn die Ziele sind hochgesteckt. Ich denke mal, im realistischen Sinne ist Unterricht immer eine wichtige Rolle dabei. Aber der Plan ist auf jeden Fall, in 10 Jahren sagen wir mal, davon leben zu können und erfolgreich zu sein, natürlich auch im weiteren Sinne. Ja, und dann kommt vielleicht auch die Grammy-Nominierung. Und die Schüler hier in der, sagen wir mal, Meisterklasse, wo liegen da die Ambitionen? Ich will immer mein Wissen verbessern und auch unterrichten. Das ist mein Ziel. Das Spielen ist ein super, super Nebenjob und sehr angenehm. Aber das Unterrichten ist eigentlich eher meine Leidenschaft. Jazz ist also eher pädagogisch, denn stadiontauglich. Stille Stars von morgen, aber auch die funkeln hell.